Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Yeshua Mashiach, unser Herr und unser Elohim. Halleluja. So, wir kommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Halleluja. In der Stunde der Wahrheit geht es um Yeshua Mashiach, unser Herr, unser Elohim. Halleluja. Und wir wollen die Wahrheit aus der Bibel. Amen. So, bevor ich weitermachen möchte, ich also wie immer mein Herr Yeshua Mashiach loben und preisen und danken für alles, was er in mein Leben, in unser Leben tut. Und auch für diesen Moment danke, Herr, dass ich dein Wort weitergeben darf. Halleluja. Danke, Yeshua, für alles, was du tust. Amen. So, ich möchte heute uns also alle wieder ermutigen, mit dem Herrn weiterzugehen. Ihr wisst schon, also in dieser Sendung, in der Stunde der Wahrheit, wollen wir das Wort aus der Bibel weitergeben. Und das, damit das Wort uns also erstmal, also die Wahrheit also befreit und dass wir gestärkt werden und weiter mit dem Herrn gehen werden. Deswegen sagen wir zurück zum Wort, zurück zu Yeshua Mashiach. Zurück zu Yeshua Mashiach, weil wir unsere Kraft nur vom Yeshua Mashiach bekommen. Deswegen wollen wir immer nur von Yeshua erzählen. Jesus Christus, unser Herr und unser Gott, unser Elohim. Halleluja. Wir wollen also keine Menschen hier erheben, keine bestimmte Gemeinde erheben, keine bestimmte Gruppe erheben. Nein, wir wollen die Werbung von Yeshua Mashiach machen. Halleluja. Weil nur Yeshua Mashiach gebührt die Ehre. Nur Yeshua Mashiach allein gehört Lob und Preis. Halleluja. So, wir sind also keine bestimmte Konfession, einfach Christen. Christen, die schreien zurück zum Wort, zurück zu Yeshua Mashiach. Halleluja. So, ich möchte uns also alle heute noch ermutigen. Ich möchte also von einem bestimmten Tag mal berichten. Wisst ihr, also in der Bibel spricht man also von, es gibt also der Tag des Herrn, Tag von Yeshua Mashiach, Tag von Yahweh. Also viele Tage werden also in der Bibel meistens also erklärt. Aber es gibt also einen Tag, als ich also die Bibel gelesen hatte, also in Epheser Kapitel 6, habe ich festgestellt, da drin steckt also einen bestimmten Tag. Und der Herr sagt uns also, dass wir wachsam sein müssen, dass wir genau in diesem Tag, also an dem Tag, also stark sein müssen. Was ist das denn also für einen Tag? Liebe Geschwister, ich will uns also alle ermutigen. Alle ermutigen, wachsam zu sein, weil wir laut der Bibel, laut Wort des Herrn, dass wir sind in einem Kampf. Kampf gegen böse Mächte. Erinnert euch noch, also als ich, also ich hatte euch mal in einem Predigt hier erzählt, dass ich also schon mal also auf eine ich hatte den Herrn gefragt, Herr, was soll ich denn tun? Diese Gegenwart, also immer in deiner Gegenwart zu bleiben, und der Herr hatte mir gesagt, also bleib wachsam, dass niemand dich beraubt. Bleib wachsam, dass niemand stiehlt, was du vom Herrn bekommen hast. Halleluja. Die Bibel, also Halleluja, ich lasse mich, gehen wir mal also in die Bibel, aber bevor
Ich möchte also kurze Info geben. Die Bibel, die BIM, Bibel von Joshua Mashiach, kann man das also heute auf dieser Internetseite BIM lesen. Da steht also BIM.de. Ich mache also das Französische so also weg. Halleluja. Hier steht also BIM, Bibel Joshua Mashiach auf Deutsch. Oder auf unserer Internetseite zurück, www.zurückzumwort.org. Und dort also da bei der BIM einfach draufklicken. Und wenn man also auf BIM klickt, also dann kommt man also direkt auf der BIM hier. Da, also von Matthäus Kapitel 1, also Matthäus bis zu Offenbarung Apokalypsis. Halleluja. Also, ihr habt die Möglichkeit, also die Bibel auch dort zu lesen. Amen. So, gehen wir jetzt also in... Also die Bibel sagt uns, also dass wir in einem Kampf sind. Wir müssen wachsam sein, aufpassen, dass der Feind das Wort, also was wir bekommen haben, nicht verlieren. Halleluja. In der Offenbarung Kapitel 1 also steht dort, also wir müssen behalten, was wir bekommen haben. In Hebräer sagt auch, also dass wir das Wort, was wir bekommen haben, auch behalten müssen. Halleluja. Wir dürfen nicht verlieren, was wir vom Herrn bekommen haben. Amen. Also liebe Geschwister, bleiben wir wachsam. Der Herr hat das so oft also im Evangelium immer gesagt: Bleib wachsam, wach auf. Und jetzt, wir können das also in lesen wir, nehmen wir mal die Bibel, die BIM hier in 1. Petrus Kapitel 5, Halleluja. 1. Petrus Kapitel 5, also Vers 8, da steht, ich mach's größer, da steht: Seid nüchtern, seid wachsam, denn eure Feind, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen wird. Also, wir müssen wachsam bleiben, liebe Geschwister, weil wir in einem Kampf sind. Wir dürfen nicht verlieren, was wir bekommen haben. Die Wahrheit, das Wort des Herrn, was Joshua Mashiach uns gegeben hat, wir dürfen es nicht verlieren. Wir müssen das also mit so viel Kraft und so viel, also alles behalten. Alles tun, damit wir das einfach nicht verlieren. Halleluja. Und dann Vers 9 steht: Widersteht ihm standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden eure Brüderschaft in der Welt auferlegt sind. Also mein Bruder, meine Schwester, denk nicht also, dass du allein bist. Denk nicht also, dass du der Einzige, der gerade zu kämpfen muss, der gerade zu kämpfen muss. Du bist nicht allein. Ein Bruder von mir, also immer, erzählt immer, jedes Mal, so du sagst irgendwas also über den Joshua Mashiach. Du gibst also Zeugnis ab, also du predigst, du machst etwas Schönes so für den Herrn. Du sprichst so gut also von Joshua Mashiach, und direkt danach, nach ein paar Minuten, nach ein paar Stunden, nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, hast du das Gefühl, dass die Welt, also dass die ganze Welt also auf deinen Kopf gefallen ist, weil du plötzlich, du gehst also durch solche Kämpfe, es ist hart, vorwärts zu gehen. Ein Bruder von mir sagte immer: Ja, pass auf, wenn du so gut also von dem Herrn sprichst, wenn du solche gute Sachen vom Herrn bekommen hast, wenn du so und so und so, pass auf, weil da draußen warten diese zwei Menschen, also Leute, also mit so vielen Muskeln,
die warten auf dich und sind bereit zu räuben, also zu nehmen, was du bekommen hast. Die warten auf dich da draußen. Und so ist das. So ist das. Pass auf, wach auf, seid wachsam. Halleluja. Wir sind in einem Kampf. Die Wahrheit heutzutage zu predigen, die Wahrheit zu behalten, in der Wahrheit zu bleiben. Mein Bruder, meine Schwester, es ist schwierig. Es ist hart. Es ist sehr hart. Du wirst also Menschen begegnen, die dagegen sind, die wollen nicht davon hören. Aber ich rede nicht also von Menschen, die dagegen sind. Ich rede nicht also von irgendwelche Gruppen oder nein. Ich rede von diesem geistlichen Kampf. Was uns wir fühlen uns also richtig unterdrückt, weil du in der Wahrheit bleiben willst. Du fühlst dich unterdrückt. Du fühlst dich also sowas wie von alle Seiten gepresst, gedrückt, in der Wahrheit zu bleiben, in der Heiligung, nicht in der Sünde zu fallen, ist ein Kampf, liebe Geschwister. Es ist ein Kampf. Die Bibel, wir haben mal so vorher gelesen, Halleluja, in Petrus Kapitel 5, Vers 8, haben wir gelesen, seid nüchtern, seid wachsam, denn eure Feind, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wenn er verschlingen wird. Er sucht, er sucht, er sucht, er sucht. Und dann kommt einen Tag. Es gibt also einen Tag. Liebe Geschwister, habt ihr noch nicht bemerkt? Es gibt Tagen, also die Leute in der Welt, die nennen das so, die sagen, oh, heute bin ich also auf den falschen Fuß, aufgestanden. Aber lesen wir, gehen wir mal also in die Bibel, gehen wir mal also in Epheser Kapitel 6, Halleluja. Epheser Kapitel 6, ab Vers 10. Die Bibel sagt uns, übrigens, meine Brüder, seid gestärkt im Herrn und in der Souveränität seiner Stärke. Wir müssen gestärkt im Herrn bleiben. Halleluja. Und deswegen sagt also die Bibel, also ab Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Elohims an, damit ihr den Listen des Teufels widerstehen könnt. Genauso wie in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8, wie wir vorher gelesen hatten. Dass der Teufel, dass der Feind, der versucht immer, uns uns einfach zu treten. Und wir müssen also widerstehen. Die Bibel sagt also, wir müssen diese Waffenrüstung, die Bibel sagt hier, die ganze Waffenrüstung. Nicht nur ein Teil davon, nicht nur die Hälfte, aber die ganze Waffenrüstung. Halleluja. Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Fleisch und Blut heißt einfach Menschen. Halleluja. Menschliche Wesen. Unser Kampf hat nicht, also gegen Fleisch und Blut, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Mächte, gegen die Herrscher dieser Welt, der Finsternis, dieses Zeitalters, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Orten. Lieber Geschwister, sowas gibt es. Geistliche Mächte, die beeinflussen die Mentalität von vielen Menschen, die beeinflussen also die Art und Weise, wie die Menschen leben, die beeinflussen also, wie eine bestimmte Kultur vorangeht. Alle sehen das Böse als Gute und das Gute als Böse, wird einfach gesehen.
Also komplett umgekehrt. Das Gute als Böse und das Böse als Gute. Habt ihr nicht bemerkt, also wie in vielen Filmen, also die Hexerei, die Hexen, die werden, man spielt einfach damit. Man sieht also die Hexe, oh, sie ist also eine gute Hexe, oh, die da ist also eine böse Hexe. Hexe ist böse. Man kann doch nicht also gute, böse, gute Hexe und gute und schlechte Hexe. Nein, beide laut des Wort des Herrn treiben was Böses. Und diese geistlichen Mächte, oh, ich will nicht also so ins Detail in diese geistlichen Mächte Bosheit also gehen, aber wichtig ist also, was wir da verstehen müssen, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, nicht gegen die Menschen, gegen diese bösen Mächte, die uns also irgendwie angreifen, die uns also irgendwie verhindern, also dass wir vorwärts gehen. Und die Bibel sagt, also wir müssen also die ganze Waffenrüstung nehmen. Vers 13 steht, nehmt deshalb die ganze Waffenrüstung Elohim. Und jetzt kommt es. Halleluja. Was genau mein Thema heute? Ich mach's größer. Halleluja. Da steht, nehmt deshalb die ganze Waffenrüstung Elohim, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Was ist dieser böse Tag überhaupt? Und die Bibel sagt, und nachdem ihr alles vollbracht habt, stehen bleibt. Das heißt also, nachdem wir durch diesen bösen Tag durchgegangen sind, wir müssen diesen bösen Tag widerstehen und dann bleiben wir trotzdem noch stehen. Halleluja. Was ist es, dieser böse Tag? Was ist es, dieser böse Tag? Die Bibel sagt also, wir müssen die Waffenrüstung nehmen, damit wir an dem bösen Tag widerstehen können. Was ist dieser böse Tag? In der Welt, die Menschen sagen immer, oh, ich bin von falschem Fuß, also heute aufgestanden. Dieser böse Tag, habt ihr nicht bemerkt, an dem Tag? Alles funktioniert nicht. Alles ist, du fängst den Tag schon also irgendwie genervt, obwohl du gebetet hast. Kinder machen so, Kollegen machen das und du erlebst etwas hier so. Sogar auf dem Weg zur Arbeit wirst du so provoziert von alle Seiten. Der böse Tag. Der böse Tag, wo viele Dinge plötzlich nicht mehr funktionieren. Alles, was ganz normal, dein PC hatte immer ganz normal funktioniert, an dem Tag, pum, was ist passiert? Was hab ich denn getan? Wer hat überhaupt das also angefasst? Dann wirst du genervt, dann wirst du sauer. Nichts funktioniert. Du hast das Gefühl, dass die ganze Welt also gegen dich ist. Die Leute, die reagieren komisch, die reagieren anders. Sogar ob das deine Frau, ob dein Mann oder ob das deine Freunde oder deine Familienmitglieder. Plötzlich hast du das Gefühl, alles funktioniert nicht wie immer. Der böse Tag. Aber unser Herr Joshua Mashiach, sein Wort sagt, dass wir an dem Tag, wir müssen diesen Tag erkennen. Wir müssen diesen Tag also irgendwie also von Ferne sehen kommen. Also kommen sehen, Halleluja. Wenn dieser Tag also sich nähert, müssen wir in der Lage sein zu sagen, hey, ich hab dich erkannt. Nein, 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 nein. Ich will überhaupt nicht verlieren, was ich also vom Herrn bekommen habe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jakobus also sagt also in der Bibel steht also in Jakobus also Kapitel, ich komme wieder also auf Epheser 6. Oh, Halleluja, Halleluja. Jakobus Kapitel 4, Vers 7, genau. Vers 7 steht, ordnet euch also Elohim unter, wehrt euch gegen den Teufel, und er wird von euch fliehen.
Und Vers 8, da steht, nähert euch Elohim und er wird sich euch nähern. Halleluja, ihr Sünder, säubert eure Hände und ihr mit zweitgeteiltem Herzen reinigt die Herzen. Mein Bruder, du sollst dich also Joshua Maschia nähern. Und Joshua wird sich also nähern, wenn wir in der Gegenwart von Joshua Maschia bleiben. Wenn wir unsere Hände von der Sünde säubern, wenn wir unser Herzen von der Sünde uns trennen, wenn wir in seine Gegenwart bleiben, werden wir der böse Tag sofort erkennen. Halleluja! Halleluja! Und wenn wir der böse Tag erkennen, dann wissen wir, wie wir uns also wehren können. Halleluja. Weil die Bibel sagt, dass wir müssen den Tag widerstehen. Widerstehen. Halleluja. Oh, Herr, du bist so wunderbar. Vers 13. Epheser Kapitel 6, Vers 13. Nehmt deshalb die ganze Waffenrüstung Elohims, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Hast du schon mal also den bösen Tag, dieser böse Tag also bei dir erkannt? Hast du schon mal, oder erkennst du den Tag nur nachdem du schon in der Sünde gefallen bist? Du gehst also an einem Ort vorbei und dann spürst du plötzlich irgendwelche Gelüste, du hast Lust am etwas, was ist los? Du musst das sofort erkennen. Da stimmt was nicht. Was ist los? Der böse Tag. Der böse Tag ist also der Tag, wo der Feind sich vorbereitet hat. Er hat sich vorbereitet, alle Pläne ganz schön vorbereitet, dich also niederzukriegen. Er hat alle Pläne, alles vorbereitet, alle Schritte. Wie werde ich also diese Dame runterkriegen? Wie werde ich also der Junge da runterkriegen? Und wenn du nicht aufpasst, wenn du diese böse Tage also nicht erkennst, viele Leute befinden sich also nachher in der Sünde und wissen nicht mal, wie sie da gekommen sind. Die sagen, das kann doch nicht wahr sein. Wie bin ich überhaupt da gelandet? Ich? Wie kann ich sowas noch tun? Viele. Der ist da, er sieht erstmal so ein kleines Bildchen von einer nackten Dame oder einem nackten Mann oder plötzlich zack, zack und dann befindet sich in der Pornografie und dann plötzlich nach der Pornografie masturbieren und so und dann und sucht und dann und plötzlich, man ist also so tief in der Sünde und dann, Herr, wie bin ich überhaupt hier gekommen? Der böse Tag. Der böse Tag. Wachsam bleiben. Wachsam im Herrn bleiben. Wir sind in einem Kampf. Und in dem Kampf müssen wir alles tun. Alles tun, nicht zu verlieren, was wir bekommen haben. Wir müssen alles tun. Halleluja. Wir müssen also an unsere Beziehung mit dem Herrn denken. An was wir von ihm bekommen haben. Was er uns gegeben hat. Was er uns versprochen hat. Mein Bruder, meine Schwester, es ist nicht einfach, immer stark zu sein. Aber wir sind nur in Joshua Maschia stark,
Wir können nur stark sein, wenn wir in seiner Gegenwart bleiben. Wir können nur stark sein, wenn wir wir können widerstehen, wenn wir die ganze Waffenrüstung nehmen. Halleluja. Halleluja. Ich will keine Lehre über ich will nicht ins Detail über diese Waffenrüstung gehen. Ich will keine Lehre über die ganze Waffenrüstung. Weil diese Waffenrüstung, wenn man das also ins Detail studiert, das ist Yeshua Mashiach. Das ist Yeshua Mashiach. Halleluja. Es ist einfach Yeshua Mashiach. Wir können das also lesen. Halleluja. Da steht, also ab Vers 14. Steht also eure Hüften mit Wahrheit umgürtet. Mit Wahrheit umgürtet, also die Wahrheit, das Wort des Herrn. Das ist Yeshua Mashiach. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit bekleidet die Gerechtigkeit. Das ist Yeshua Mashiach. Und an den Füßen beschut in Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Das Evangelium des Friedens, das ist Yeshua Mashiach. Er allein gibt Friede. Er sagt, ich gebe Friede, nicht wie die Welt. Halleluja. Die frohe Botschaft, das Evangelium, das ist Yeshua Mashiach. Halleluja. Nehmt vor allem den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Aber Glaube oder Yeshua Mashiach, können wir keine Glauben haben. Yeshua Mashiach ist unser Glaube. Halleluja. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes des Elohims. Wort ist das Wort. Yeshua Mashiach. Halleluja. Und eine letzte Waffe, die wir meistens also vergessen, da steht, betet jede Zeit in eurem Geist durch jedes Gebet und Flehen. Das ist auch eine Waffe. Beten. Beten. Und wach in allem durchhalten und flehen für alle Heiligen. Für bitte tun, beten. Halleluja. Die ganze Waffenrüstung. Damit wir am bösen Tag widerstehen können. Liebe Geschwister, der Feind, der kommt nur zu zerstören, zu töten, zu vernichten. Wir müssen wachsam bleiben. Mein Bruder, meine Schwester, wenn du in der Sünde gefallen bist, oh, schrei zu Yeshua Mashiach. Sag, Herr, hier bin ich. Ich erkenne meine Sünde. Ich weiß, ich habe das getan. Und du allein, Yeshua Mashiach, bist der Retter. Du allein. Nur du allein. Hast du deine Kraft verloren? Kannst du nicht mehr beten, weil du eine Tür aufgemacht hast, also wegen der Sünde? Würdest du also in diesem Kampf verletzt? Würdest du also an dem bösen Tag einfach, bist du gefallen? Aber mein Bruder, meine Schwester, steh auf. Steh auf. Und schrei zu Yeshua Mashiach. Halleluja. Die Bibel sagt also in Hebräer, Halleluja, danke Yeshua Mashiach für dein Wort. In Hebräer Kapitel 10, Hebräer Kapitel 10, ganz am Ende, Vers 38, der Gerechte aber wird durch den Glauben leben. Wenn sich aber jemand zurückzieht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Mein Bruder, nicht zurückziehen.
nicht aufgeben, nicht stoppen, nein. Bist du gefallen? Hast du gesündigt? Schrei zu Jehoshua Maschia. Die Bibel sagt also, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er gerecht. Er ist volle Liebe, Barmherzigkeit. Und er ist bereit, unsere Sünde zu bereinigen. Am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Jehoshua ist auf diese Erde gekommen als Mensch. Unser Elohim ist also ein Mensch geworden. Genau für die Leute, die schwach sind. Genau für die Leute, die krank sind. Genau für die Leute, die Hilfe brauchen. Hast du keine Kraft gerade? Fühlst du dich gerade? Du hast keine Glaube mehr? Schrei zu Jehoshua Maschia. Bist du gefallen wegen dieser böse Tag? Weil der böse Tag, der kommt nur, damit du aufgibst, damit du einfach stoppst, damit du dich zurückziehst. Aber die Bibel sagt, wenn du dich zurückziehst, dann hat Jehoshua Maschia unser kein Gefallen. Und die Bibel sagt, wir Kinder des Herrn, wir gehören aber nicht zu denen, die sich zurückziehen, um zugrunde zu gehen. Nein, 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 sondern zu denen, die glauben, um die Seele zu bewahren. Halleluja, 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 Halleluja. Jehoshua hat uns also so viel versprochen. Er sagt, ich gehe. Ich bereite euch also einen Platz. In dem Haus, also bei meinem Vater gibt es so viele Wohnungen. Ich bereite das für euch. Er bereitet das für uns. Egal was passiert. Egal was. Bei mir, also vor ein paar Monaten, also wurde ich, wisst ihr, ich hab viele Dinge erlebt. Habe ich also Leute, wie sagt man das also, so viel, ich habe bestimmte gefolgt, ich habe gewisse Freunde gehabt, oh, das sind meine Brüder, oh, das sind meine Schwester. Viele sind immer zu mir so gekommen und haben irgendwie so gespielt, also dass sie sich also irgendwie, dass sie gute Freunde, gute Brüder, gute Geschwister. Ich wurde immer wieder und immer wieder enttäuscht. Eine war so stark, also dass ich sogar zwei wochenlang geweint hatte. Ich konnte nicht also verstehen, dass solche Personen hinter meinen Rücken sowas also tun könnten. Aber wir müssen vorwärts gehen. Wir müssen mit dem Herrn vorwärts gehen. Wir müssen in der Wahrheit bleiben. Es gibt so viele Momente, wo wir nicht immer in der Wahrheit sind, aber nur durch Jehoshua Maschia können wir in der Wahrheit bleiben. Er zieht uns zurück. Er nimmt uns also wieder zu sich. Mein Bruder, schrei zu Jehoshua Maschia. Schrei zu ihm. Halleluja. Es gibt, guck mal. Also in der Bibel, ich werde da stoppen. Halleluja. Wenn wir die in der Bibel durchgehen, also in der Offenbarung sehen wir Jehoshua Maschia spricht also zu verschiedenen Gemeinden. Und immer am Ende von all diese Briefe, also er sagt, er hat also Briefe, also diese Gemeinde geschickt. Alle Gemeinde, die meisten Gemeinde hatte immer am Ende etwas gesagt. Halleluja. Er sagt immer etwas, also etwas am Ende. Er verspricht etwas. Also in Kapitel, wir sind jetzt also Offenbarung, Apokalypsis, Kapitel 2, gehen wir mal die Gemeinde von Smyrna. Genau, Vers 11.
Liebe Geschwister, lesen wir das also zusammen. Apokalypsis, Offenbarung, Kapitel 2, Vers 11. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Sieg davon trägt, wird niemals vom zweiten Tod geschädigt werden. Wir müssen siegen, weil wir Sieger sind. Wir müssen weiter in den Sieg bleiben. Und wie können wir siegen? Nur wenn wir in Joshua Maschia bleiben. Halleluja. Er verspricht hier. Er sagt, wer den Sieg davon trägt, wird niemals vom zweiten Tod geschädigt werden. Halleluja. Halleluja. Oh, Joshua Maschia. Es gibt so viele solche Versen, also für die Gemeinden, für die verschiedenen. Hier ist also Gemeinde Pergamos. Gemeinde Pergamos, also Vers 17. Vers 17, da steht, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, hier steht also siegreich. Wir sind Sieger. Wer siegreich ist, dem werde ich vom verborgenen Manna zu essen geben. Wow, was ist das denn für ein verborgenen Manna? Liebe Geschwister, siegreich, wer siegreich ist, dann bekommt er das. Wow. Und es geht weiter. Hier ist also Gemeinde Thyatira, Verse ganz am Ende. Vers 26, da steht, und wer siegreich ist und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Autorität über die Nationen geben. Und er wird sie mit eisernem Zepter hüten, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Siegreich, wer der Sieger ist, wer in dem Sieg bleibt, und so weiter. Oh, Herr, mein Bruder, meine Schwester, nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Tut alles. Bleiben wir in der Gegenwart des Herrn. Oh, wenn was passiert ist, rennen wir zu ihm. Bleiben wir nicht so weit weg von ihm. Nein, wir müssen zu ihm rennen. Halleluja. Halleluja. Nur in seiner Gegenwart bekommen wir die Kraft. Nur in Joshua Maschiach sind wir Sieger. Herr, ich preise deinen Namen. Danke für alles, was du tust in unser Leben, Joshua Maschiach. Halleluja. Ich bete für meine Geschwister. Ich bete für alle, die das Wort hören werden. Dass wir in deinem Wort bleiben. Dass wir behalten, was wir bekommen haben. Halleluja. Halleluja. Oh, Joshua Maschiach. Danke für alles, was du tust, Herr. Danke für dein Wort. Ah, da kommt also noch einen Vers, Halleluja. Es ist also in der, ich glaube also in der Offenbarung. Oh, Joshua Maschiach. Halleluja. Halleluja. Offenbarung Kapitel, ich bin schon also Offenbarung Kapitel 1. Und ich werde also hier beenden. Halleluja. Offenbarung Kapitel 1. Wo ist das noch? Bitte 1, ich glaube Vers 3, genau. Vers 3. Die Bibel sagt uns, also Offenbarung Kapitel 1, Vers 3, gesegnet ist derjenige, der die Worte der Prophezeiung liest und diejenigen, die sie hören und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nah.
Ich möchte Foto bloß also bewahren. Hier steht, wir müssen bewahren, was wir da drin lesen. Bewahren, was wir bekommen haben. Halleluja. Bewahren, was Joshua Maschia uns gegeben hat. Wir dürfen das nicht also irgendwie weglassen. Halleluja. Oh, Joshua Maschia. Das Wort ist so wunderbar. Es gibt auch noch, Halleluja, es gibt auch noch einen Vers. Ach, ich glaube, ich werde da aufhören. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Joshua, du bist wunderbar. Halleluja. Amen, Amen, ich suche das noch. Also es ist also in Hebräer. Ich beende das hier. Hebräer Kapitel, ist das Kapitel 1 oder 2? Genau, Hebräer Kapitel 2, Vers 1. Darum müssen wir uns noch ernsthafter an das halten, was wir gehört haben, damit wir nicht vorbeiziehen. Halleluja. Wachsam bleiben. Das Wort, im Wort bleiben. Und deswegen sagen wir, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Danke für eure Zeit. Danke für die Zeit, Joshua Maschia. Danke für alles, was du in unser Leben tust. Im Namen Joshua Maschia. Amen.